Oft in unserem Alltag warten wir auf den Bus, beim Arzt, im Amt oder in der Supermarktschlange. Glücklicherweise jedoch gibt es heute so viele leicht zugängliche und oft kostenlose Unterhaltungsmöglichkeiten wie nie zuvor, die wir meist sogar in unseren Hosentaschen finden. Auch ist es so, dass Zeit subjektiv vergeht und manchmal schleppend. Doch wie kann man sich in dieser Zeit beschäftigen? Diese Frage habe ich einigen Leuten gestellt und die interessantesten Möglichkeiten hier zusammengefasst. Ich spiele gerne mit meinen Dinos oder mit meinem Tablet. Mir die Leute angucken, beobachten viel. Manchmal auch Handy, aber selten, weil ich muss mich auf die restlichen Leute konzentrieren. Auf dem Marktplatz Fange spielen. Naja, manchmal gehe ich halt noch essen unten in der Schule. Ja, und dann sind ja auch noch ganz viele andere, die aus meiner Klasse mit Bus fahren, und dann stehen wir da halt da hinten und warten auf den Bus. Gleichzeitig legt eine andere Studie nahe, dass Kinder in unserer westlichen Gesellschaft schlechter warten als in anderen Kulturen. Haben wir also durch ständige Beschäftigung und gewohnte Pünktlichkeit das Warten verlernt? Doch wie wartet man richtig? Ich würde richtiges Warten folgendermaßen definieren. Zum einen sollte man durch das Warten nicht frustriert oder genervt sein. Kommt drauf an, worauf man wartet. Wenn es was Wichtiges ist, kann es schon frustrierend sein, aber im größten Teil ist Warten nichts weiter als einfach nur rumstehen und die Zeit genießen, mal nichts zu tun. Am besten ohne große Gedanken darüber zu hegen, was man verpassen könnte. Man wartet halt einfach, jeder wartet. Im größten Teil seiner Zeit verschwendet man halt mit Schlaf, und dann sollte man sich nicht den Kopf drüber machen, dass man, wenn man wartet, irgendwas Großartiges verpasst. Zum anderen sollte die Zeit nicht gefühlt langsam verfließen. Was man vermeidet, indem man sich vielleicht anspruchsvoll beschäftigt. Doch wie erreicht man das? Wenn man halt Spaß hat oder halt mit dem Bus fährt und rausguckt. Weil zum Beispiel, ich persönlich kenne ja Fürstenwalde nicht. Deswegen fahren wir immer mit der Stadtlinie ab und an zum Bahnhof. Der US-amerikanische Anthropologe und Ethnologe Edward T. Hall untersuchte in seinen Studienreihen die Wahrnehmung von Warten in unterschiedlichen Kulturen. Hall kam zu dem Schluss, dass Deutsche die Zeit linear wahrnehmen und wir der Ansicht sind, dass Zeit verschwendet werden kann und in produktive und unproduktive Phasen eingeteilt werden kann. Ist Wartezeit also verschwendete Zeit? Nee, also ich persönlich bin immer lieber zu früh da und warte kurz, anstatt zu spät zu sein. Also kommt drauf an, wenn man im Amt wartet, klar, da langweilt man sich halt. Wenn der Zug Verspätung hat, ist das auch frustrierend. Aber im Großen und Ganzen, wenn die Umstände passen, ist Warten nicht wirklich schlimm, meiner Meinung nach. Es gibt halt ein bisschen Zeit, einfach nur ein bisschen auszuspannen, vielleicht ein bisschen nachzudenken, die Musik zu genießen, vielleicht ein bisschen was Schönes zu sehen, wer weiß. Man weiß ja nie, was man sieht. Nö, weil man ja auch unter Freunden ist, und denke ich nicht. Ja, na gut, man könnte schon lange zu Hause sein, wenn man so läuft oder so, und dann noch Hausaufgaben machen. Aber wenn es zum Beispiel schlechte Tage ist, steht man da halt mit dem Bus und dann bleibt doch nichts anderes übrig, da zu laufen. Also oft würde ich sagen nein, weil da ist ein guter Zeitpunkt, um mit Freunden zu reden oder was mit Freunden zu machen oder sich halt generell auszutauschen. Und deswegen würde ich, also manchmal ist es halt echt langweilig, da man ja nicht immer mit anderen unterwegs ist, aber ansonsten würde ich nicht sagen, es ist verschwendete Zeit.